Das Jahr 1993. Der europäische Binnenmarkt tritt zwischen EG-Staaten in Kraft. Der russische Präsident Boris Jelzin und der US-Präsident George Bush unterzeichnen ein Atomwaffenabrüstungsabkommen. Ian Murdoch fing mit der Arbeit an einem neuen Betriebssystem an. Mark Ewing gründete das Unternehmen Red Hat. Im selben Jahr veröffentlichte Slackware Version 1.0 mit GNU-Linux-Kernel 0.99 Alpha.